Hallo, heute ein Vortrag von Dr. Jörg Guido Hülsmann mit dem Titel Kritik des öffentlichen Dienstes. Viel Spaß! Ja, meine Damen und Herren, besten Dank für den freundlichen Empfang. Es ist mir eine Freude, auch heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Es ist das erste Mal, dass ich in Kronberg am Taunus weile und diese schöne Stadthalle genießen kann und die wundervoll gefüllten Ränge hier. Wir wollen also die nächste halbe Stunde mit einer Kritik des öffentlichen Dienstes verbringen. Sie sehen, ich habe das in Anführungsstriche gesetzt, weil natürlich in der Tat die Frage ist, wo ist eigentlich da die Öffentlichkeit, wo ist der Dienst? Hier sind so die kleinen Fragen, die sich da unter anderem stellen. Ja, wie ist zu dem Thema gekommen? Ist eigentlich ein recht banales Thema, recht elementares Thema. Also erwarten Sie keine großen theoretischen Sprünge und Durchbrüche. Also sehr, sehr elementar, was jetzt da kommen wird. Also wie kam ich darauf? Uns wurde halt angetragen, dass wir doch bitteschön drei Themen behandeln sollten, an denen wir gerade ohnehin arbeiten. Und in der Tat bin ich von meinen Kollegen in Angers, mit den Verwaltungsrechtlern, bin ich gebeten worden, einen Vortrag zu dem Thema, also eine Keynote-Conference über also die liberale Kritik des öffentlichen Dienstes zu halten. Tja, ich glaube, das war ein Fehler. Mich einzuladen, Sie wissen es bloß noch nicht. Also Sie haben jetzt also hier die deutsche Premiere dieses Vortrages. Es findet sich auch, dass es genau 30 Minuten sind, also passt ganz hervorragend. Muss ich mal gerade eben schauen, dass ich da nicht überziehe. Ich, ja, also 30 Minuten Kritik des öffentlichen Dienstes. Die armen Kollegen, was die alles erwartet. Ja, also ich bin ja der Advocatus Diaboli. Nicht? Also Sie wissen schon, was so meine politischen Auffassungen sind. Das heißt, so richtig wissen Sie es nicht. Sie können sich das in Frankreich gar nicht vorstellen. Nicht, also, ich hatte mal jemanden in Prag getroffen, da schwätzt man so nicht, und dann sagt, haben wir so über ein, zwei Themen da gesprochen, und dann sagt er zu mir, na, hören Sie mal, das ist aber ziemlich liberal, was Sie da sagen. Was er sagt das mit besorgtem Gesichtsausdruck, nicht, und gerunzelt der Stirn. Also, liberal, das ist also so wie schlecht, nicht, also so grausam, das ist so Kinderquäler oder was weiß ich. Sie sind ja ziemlich liberal, das habe ich gesagt. Also beruhigen Sie sich lieber, lieber Mann, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie liberal ich bin. Nicht? Also, das ist doch nicht mal, das ist nicht ultra, das ist nicht jenseits, was weiß ich, das ist so liberal, Sie können sich das gar nicht vorstellen. Das ist jenseits des Radarschirms, nicht? Also das ist so. Und meine Kollegen in Angers, ich glaube, die wissen das auch noch nicht so richtig. Ja. Also Sie werden es auch nicht ganz erfahren, aber Sie werden einen kleinen Vorgeschmack da bekommen, nicht? Also das ist der Hintergrund. Der öffentliche Dienst, nun habe ich mich jetzt natürlich bei der Vorbereitung des Vortrags vor allen Dingen auf die französische Literatur gestützt, was die Juristen anbelangt. Ich nehme aber an, dass das mit der deutschen Literatur weitgehend übereinstimmt, nicht? Also der öffentliche Dienst ist also die Gesamtheit der staatlichen Aktivitäten, die sozusagen über das hinausgehen, was der Nachtwächterstaat macht. Nicht der Nachtwächterstaat, der sorgt dann für Ordnung, der sorgt für Sicherheit. Aus ökonomischer Sicht ist es ein Sicherheitsproduzent, nicht? Das ist also die Polizeidienste, die Wehrmacht, hätte ich beinahe gesagt, nicht? Der militärische Schutz gegen äußere Feinde und natürlich die Rechtspflege, also Gerichte. Anwaltschaft und Staatsanwaltschaft insbesondere. Und beim öffentlichen Dienst ist also das in Frage, was darüber hinausgeht, also das, was wir sozusagen den Wohlfahrtsstaat nennen. Und die Verwaltungsrechtler sind also an dieser Frage insbesondere interessiert, weil natürlich das Verwaltungsrecht sozusagen die Gesamtheit der Regeln ist, die Aktivitäten des öffentlichen Dienstes, das heißt des Wohlfahrtsstaates, regeln. Was ist also der öffentliche Dienst? Die Standarddefinition behält drei Elemente. Also der öffentliche Dienst ist also eine Aktivität, es ist eine Leistung, die also geleistet wird. Diese Leistung kann finanzieller Art sein, kann Sachleistung sein, also finanzieller Art, Subventionen, was weiß ich, Sachleistung, wie bei der Gesundheitsvorsorge, nicht? Also hat man ein öffentliches Gesundheitssystem, was weiß ich. Und andere Dinge, das sind also Leistungen, die erbracht werden. Sie werden von einem öffentlichen Träger erbracht, das ist also der Staat beziehungsweise seine Repräsentanten, die halt aktiv werden. Wobei das nicht unbedingt immer erforderlich ist, es kann also auch zum Teil von einer Unternehmung oder sogar von einer privaten Unternehmung erbracht werden, die aber dann unter öffentlicher Aufsicht handelt. Also ein zweites Element. Und das dritte Element ist, dass es hier im Allgemeininteresse
also ein Dienst erbracht wird, der im allgemeinen Interesse liegt. Und wie wir nun sehen werden, ist in der Tat hier schon eine erste Schwierigkeit, auf die ich auch gleich zu sprechen kommen werde. Nicht, also der öffentliche Dienst ist quantitativ gesehen sehr, sehr bedeutend. Das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Ich meine, wir haben auch in Deutschland, wir schauen immer so auf Frankreich zum Teil hinunter, nicht? Weil die Franzosen, das passiert ja gar nichts, kein Wirtschaftswachstum und so weiter, das stimmt auch nicht. Und die haben diesen riesengroßen Staat, der alles lähmt, das ist auch richtig, aber rein was so die Zahlen anbelangt, stehen wir nicht sehr viel besser da. Nicht? Also wir haben da, stimmt schon, der Staat ist ein bisschen kleiner bei uns ist er ein bisschen weniger als 50% vom Bruttoinlandsprodukt, in Frankreich halt ein bisschen mehr, ja, ein paar Prozente mehr. Aber groß, das sind also Riesenmaschinen, nicht? Also Riesentiere, die da sozusagen mitten im Raum stehen und wie beim sprichwörtlichen Elefant, der im Raum ist, aber von dem keiner spricht, dann wird von den Ökonomen wird einfach viel zu wenig über den Staat gesprochen. Sie gehen da zu einer Konferenz von Ökonomen hin und sie hören dann über all diese schrecklichen Dinge, die in der freien Marktwirtschaft passieren, wenn man den Markt dann einfach tun lässt und dann machen die Leute ganz grausame Sachen und das geht dann immer, es kommt zu Ungleichgewichten und da werden Leute ausgebeutet und es gibt so Versagen und was weiß ich. Und glücklicherweise ist ja der Staat da, nicht? Aber der Markt, ich meine, in Frankreich, das macht also sicherlich weniger als 50% der gesamten Aktivitäten aus. 52% oder 54% locker sehen, das sind einfach staatliche Aktivitäten. Sondern es ist einfach da und da kann man nicht gerade sagen, selbst jemand, der nie Wirtschaft studiert hat, der einfach nur die Tagespresse verfolgt, der könnte nie einen Eindruck haben, dass es besonders gut läuft. Es ist einfach schon an der Oberfläche gibt es laufende Korruptionsskandale, Verschwendung immer wieder. Es passiert nicht, diese Leute kriegen die einfachsten Probleme nicht geregelt und so weiter. Wird nicht praktisch, aber Ökonomen stehen daneben und sprechen nicht darüber. Das ist verblüffend. Sage ich zu meinen Studenten in der Makroökonomie immer, sage ich, okay, wir schauen hier gesamtwirtschaftlich und natürlich sind wir an bestimmten Marktteilnehmern besonders interessiert, weil sie besonders groß sind. Ja, aber der allergrößte ist natürlich der Staat. Wie kann man gesamtwirtschaftlich sprechen oder gesamtliche wirtschaftliche Probleme erörtern, ohne vom Staat zu sprechen? Völlig unmöglich. Und hier sind natürlich dann insbesondere die öffentlichen Dienste in aller vorderster Front, denn das Budget, haben wir wieder so eine Analogie zu Frankreich, nicht das Budget, das von der Bundesregierung verwaltet wird, sind etwa 350 Milliarden Euro. Das war so das letzte Mal, wo ich geschaut habe. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen mehr geworden, aber es hat sich wahrscheinlich nicht viel bewegt, so etwa in dem Rahmen, nicht? Also unser Brutto Inlandsprodukt ist so etwa 2,8 Billionen, also 2.800 Milliarden Euro. Ich muss mich korrigieren, wenn das dann leben, so etwa, so rund und roh. Und der Bundeshaushalt etwa 350. Also sagt man sich, das ist ja nicht so ganz gewaltig, das ist ganz so riesen viel. Aber die öffentlichen Dienste dann, das sind dann so separate Haushalte, nicht? Das ist also nicht im Bundeshaushalt drin, das ist aber letzten Endes werden die halt auch finanziert von Steuergeldern. Das heißt dann anders zum Teil, das heißt dann Abgaben oder wie auch immer, Beiträge zur Sozialversicherung, aber letzten Endes alles Zwangszahlung. Nicht? Also aus ökonomischer Sicht ist es immer wieder genau das Gleiche, es ist eine Zwangszahlung, genau wie eine Steuer, wie ein Zoll und so weiter. So, und das macht halt etwa 600 Milliarden aus. Nicht? Und dann, oder sogar mehr, glaube ich, in Deutschland. Das könnte ein bisschen mehr sein in Deutschland. Nicht? Da hat man also locker eine Summe, die ist doppelt so hoch wie das Budget, das von der Zentralregierung, also der Bundesregierung im Fall von Deutschland, verwaltet wird. Also ganz gewaltige Summen, die halt vor allen Dingen in zwei große Posten reingehen, das Gesundheitssystem und das Rentensystem. Und natürlich dann so kleinere Sachen wie Sozialhilfe. Und dann natürlich nicht zu vergessen die öffentlichen Unternehmen, zum Beispiel die Bahn. Davon gibt es ein paar mehr noch in Frankreich. Da gibt es halt eben die Bahn und die Elektrizitätsversorger und die Gasversorger und so weiter. Das ist ja bei uns weitgehend sozusagen privat, so, wobei da die Unterscheidung zum Teil nicht ganz klar ist. In Deutschland ist vor allen Dingen die Wasserversorgung, ist ja weiterhin häufig in öffentlicher Hand. Ja, und das alles zusammen macht halt also rund und roh 50% oder knapp 50% vom Bruttoinlandsprodukt aus. So, was ist denn jetzt zu diesen wunderschönen Sachen, die sind ja sicherlich auch ganz wichtig, natürlich ist es wichtig, ohne Wasser würden wir das nicht besonders weit schaffen, ohne Elektrizität auch nicht, ohne Gas nicht, es ist sicherlich auch gut, dass man sowas wie eine Bahn hat, wir müssen auch ab und zu zum Doktor gehen und natürlich wollen wir auch alle hinterher eine Rente genießen, also was kann daran schlecht sein? Was haben die Liberalen wieder daran rumzumäkeln? Tja, da habe ich ja so eine kleine Liste aufgesetzt, so 9 Punkte. Mal schauen hier. Oh, 9 Punkte. So, erstens, der öffentliche Dienst steht im Widerspruch
ja, zur Idee der Herrschaft des Rechts. Und das liegt daran, dass man gar nicht genau definieren kann, was eigentlich das Allgemeininteresse ist. Das heißt, man macht sich so eine Vorstellung davon, was alle Leute betrifft und was für alle Leute gut sind. So, das ist in der Tat recht abstrakt. Und da kann sich dann jeder was vorstellen, was ihm da gerade so in den Sinn kommt. Und das ist eben das Schöne an dieser Definition, nicht? Das ist genauso, wenn man über Schönheit spricht. Wir wollen die Schönheit fördern. Ja, da sind alle mit einverstanden. Wer könnte schon was dagegen haben? Nicht? Aber es ist eben, die Schwierigkeit liegt darin, dass man halt einen allgemeinen Begriff hat, der einfach nur eine konkrete Manifestation hat. Und niemand spricht darum, was das nun konkret bedeutet. Niemand ist in der Lage zu sagen, was das Allgemeininteresse im konkreten Fall bedeutet. Oder selbst wenn man, manchmal findet man eine große Übereinstimmung, aber dann folgt daraus nicht unbedingt, dass das eine ganz klare Staatsangelegenheit ist. Vorhin wurde Wolfgang Amadeus Mozart erwähnt. Mozart, die jetzt, Geburt und Erziehung von Mozart ist sicherlich von weltgeschichtlicher Bedeutung. Er hat vielen Milliarden Menschen frohe Stunden und Minuten verschafft. Und das war sicherlich ein großer Sprung für die Menschheit insgesamt. So, also sicherlich die Erzeugung, Geburt und Aufzucht und Erziehung von Mozart ist von allergrößtem allgemeinem Interesse. Folgt jetzt das daraus, dass der Erzbischof von Salzburg, ja sozusagen der weltliche Herrscher von der Familie Mozart, war das der, er sich darum persönlich hätte kümmern sollen? Da werden wohl wenige Leute dazu kommen, nicht? Also daraus, dass eine Sache im allgemeinen Interesse ist, zum Beispiel ein anderer Beispiel ist Kindererziehung im allgemeinen Fall, nicht? Es ist wichtig, dass Kinder gut erzogen werden, dass sie da sozusagen in die Gesellschaft hineinwachsen können, dass man sie dabei begleitet. Und wie alle im Raum hier wissen, die diesen Prozess halt selber erlebt haben oder dafür auch verantwortlich sind, wissen, dass das halt unglaublich viel Zeit verlangt und halt letzten Endes halt von einer liebevollen Zuwendung zu den betreffenden Menschen halt getrieben wird. Und im weiteren Verlauf natürlich dann positive externe Effekte erzeugt, nicht? Also Leute, die in liebevollen Beziehungen halt eben groß werden, verhalten sich halt eben anders, sind zivilisierter, sind friedfertiger, strahlen positiv auf den Rest ihrer Umgebung aus. Also sozusagen die Erzeugung solcher Menschen, also Erzeugung ist ein barbarisches Wort, nicht? Also die Erziehung solcher Menschen ist von allergrößtem allgemeinem Interesse. Folgt es daraus, dass wir in der Tat alle Kinder, sobald sie auf die Welt kommen, gleich in staatliche Obhut geben sollten, dass sie dann in staatliche Kindergärten, also ab dem, sag ich mal, ab 2 Monaten oder so übergeben werden und dann mit 18 Jahren dann entlassen werden. Ist das die Folge, die man rausziehen würde? Wenige Menschen, denke ich, würden diese Folge ziehen. Also wir haben also hier diese Schwierigkeiten, dass wir können nicht genau definieren, was eigentlich jetzt das öffentliche Interesse ist oder das allgemeine Interesse ist, das eine staatliche Aktivität erforderlich machen würde. Und das bedeutet nun in der Praxis, dass die rechtliche Bestimmung dessen, was ein öffentlicher Dienst ist, nur willkürlich erfolgen kann. Also in der Tat ist die Praxis sowohl in Frankreich, aber auch in Deutschland eben so, dass entschieden wird, das ist also ein öffentlicher Dienst und das ist nicht. Das ist letzten Endes eine willkürliche Richterentscheidung. Ich weiß nicht genau, welche Gerichte in Deutschland zuständig sind. In Frankreich weiß ich das mittlerweile nicht. Und wahrscheinlich gibt es dann irgendwann mal das Oberverwaltungsgericht. Das weiß ich, das ist das oberste Verwaltungsgericht in Deutschland. Das entscheidet dann halt eben, das ist ein öffentlicher Dienst, das ist kein öffentlicher Dienst. So, aber nach welchem Kriterium? Weil es gibt halt kein objektives, allgemeines Kriterium, außer der abstrakte Begriff des Allgemeinwohls, der halt sozusagen genannt werden kann, aber man kann halt nicht sagen, das ist das Allgemeinwohl in einem konkreten Fall. Also besteht hier Richterrecht in einem schlechten Sinne. Richterrecht im guten Sinne, das hatten wir in der Antike und vor allen Dingen auch im Mittelalter und eigentlich auch in den angelsächsischen Ländern wissen eine recht nahe Vergangenheit. Richterrecht in diesem traditionellen Sinne, das noch vom Naturrecht geprägt ist, bedeutet, dass der Richter eine faktische Lage untersucht, analysiert und halt entspricht, was ist aus dieser Sachlage raus, was sind die Rechte und was sind die Verpflichtungen, die sich daraus für die und die Menschen ergeben. Nicht? Also zum Beispiel, es gibt halt ein Paar, die haben Kinder erzeugt, nicht? Daraus ergeben sich halt Rechte und Verpflichtungen, sowohl für den Vater als auch für die Mutter. Nicht? Und der Richter, der erfindet das ja nicht, der sagt nicht, das ist jetzt hier so, wie ich mir das vorstelle, und sagt, naja, das liegt in der Natur der Sache, er findet das Recht.
sozusagen. Genau das ist halt eben beim öffentlichen, bei der Definition des öffentlichen Dienstes nicht möglich. Nicht? Also hier entscheidet der Richter und er setzt Recht in einem sehr viel stärkeren Sinne als diese traditionelle Rechtsfindung. Er selber ist sozusagen der Autor dessen, was Recht ist. Und natürlich findet er immer irgendwelche Gründe, die dann angeführt werden können. Es gibt immer sachliche Motivationen. Er sagt, na hier, das ist ja besonders gut für die Allgemeinheit und was weiß ich. Aber diese sachlichen Argumentationen folgen halt eben nicht direkt aus einem allgemeinen Begriff des allgemeinen Nutzens, des allgemeinen Interesses. Das ist willkürlich letzten Endes. Und das bedeutet halt eben, letzten Endes, wir haben also einen Widerspruch zum Rechtsstaat. Nicht? Die Idee des Rechtsstaates ist eben, dass das Recht, das heißt objektive Verhältnisse, die in der Natur der Sache liegen, die Verhältnisse zwischen Menschen bestimmen sollten und nicht willkürliche Setzungen. Und hier haben wir genau eben dieses Problem. Zweitens, es fehlt nicht nur an einer juristischen Begründung, sondern auch an einer ökonomischen Begründung. Die Ökonomen, um staatliche Eingriffe zu rechtfertigen, haben so ein gewisses Instrumentar an Argumenten entwickelt im Laufe der Zeit. Das würde jetzt einige Zeit auch in Anspruch nehmen, das im Einzelnen durchzubuchstabieren. Ich werde mich auf die wesentlichen Instrumente hier, wir könnten auch sagen Folterwerkzeuge, konzentrieren. Das ist einmal das Argument des natürlichen Monopols und dann das Argument des öffentlichen Gutes. Also wenn es also ein natürliches Monopol besteht, dann wird daraus gefolgert, na, es gibt ja sowieso die Tendenz dahin, dass nur ein einziger Anbieter, ein einziger Produzent diese Art von Dienst hervorbringt, also kann der Staat sich auch gleich darum kümmern. Und das wird insbesondere häufig bei Netzwerken angeführt, nicht? Also es würde im Interesse von keinem einzelnen Produzenten liegen, also sowas wie ein Kanalsystem anzulegen, es würde im Interesse von keinem einzigen Produzenten liegen, ein Schienennetzwerk zu erzeugen oder ein Telefonnetzwerk und so weiter. Also muss der Staat sich darum kümmern. Ein Argument, das sich schon bei Adam Smith findet. Das zweite Argument ist das der öffentlichen Güter. Nicht, denn Adam Smith hatte dann noch keine, er benutzt den Ausdruck, ein öffentliches Gut, aber er gibt keine genaue Definition. Die wurde dann in den 50er Jahren von Ökonomen geliefert, die also argumentierten, dass ein öffentliches Gut dann vorliegt, wenn zwei Bedingungen gegeben sind, nämlich wenn es einmal zur Nichtrivalität, eine Nichtrivalität des Konsums besteht und auf der anderen Seite eine Nichtausschließbarkeit. Also Nicht-Rivalität des Konsums bedeutet, ob nur einer mehr oder weniger diesen Dienst in Anspruch nimmt, das schmälert nicht die Leistungen, die alle anderen empfangen. Also wir können einen zusätzlich noch hinzunehmen, nicht? Also der Zug fährt ohnehin, ist noch Platz im Zug, können wir noch, dann gibt es also Nicht-Ausschließbarkeit des Nicht-Rivalität des Konsums, nicht? Und oder das Theater ist, da sind noch ein paar Plätze leer, nicht, da können wir noch ein paar Leute mit hinzunehmen. Das ist keine, wenn auch welche zusätzlich drin sind, das mindert nicht den Konsum derjenigen, die schon bezahlt haben. Und Nicht-Ausschließbarkeit bedeutet halt, na, ich könnte sowieso nicht verhindern, dass die und diejenigen, die das betreffende Gut konsumieren möchten, auch dazu gelangen. Nicht? Also ich kann die nicht ausschließen. Wenn ich ein Freilufttheater habe oder Freiluftkino und ich habe so die große Leinwand, kann ich nicht verhindern, dass noch welche Leute sich da an den Zaun stellen oder auf die Bäume klettern und dann die Vorstellung auch anschauen, ohne zu bezahlen. Nun, das sind ja alles ganz nette Argumente, aber von Seiten der österreichischen Ökonomen sind die also ziemlich auseinandergenommen worden. Ich darf hier insbesondere auf die Arbeiten von Murray Rothbard, aber auch von Professor Hoppe verweisen. Also Sie finden das sehr schöne Kapitel halt zu diesen Themen in den Büchern Man, Economy and State von Rothbard und von Hoppe halt eben Sozialismus, eine Theorie des Sozialismus und des Kapitalismus. Und auch in einem anderen Buch, The Ethics and Economics of Private Property. Also erstmal, was sind also die beiden Hauptkritikpunkte, ich fasse hier nur zusammen. Das erstens ist, dass diese Kriterien nicht ausreichen, um eine Unterscheidung zu treffen zwischen öffentlicher und privater Produktion. Selbst wenn öffentliche Güter im Sinne dieser Kriterien halt bestünden, also Nicht-Rivalität des Konsums, Nicht-Ausschließbarkeit, folgt daraus noch keineswegs, dass halt der Staat mit der Produktion beauftragt werden muss. Philipp Bargus hat vor ein paar Jahren einen schönen Aussatz veröffentlicht zur Frage der
der Dämme, also so Deiche, also Küstenschutz, kann man auch eben argumentieren, der Deich sozusagen, der ist ein öffentliches Gut, weil der Konsum nicht rival ist, nicht? Also ob jetzt ein zusätzlicher Einwohner noch da wohnt oder nicht, das ändert nichts, also, wenn der Deich erstmal da ist, schützt er alle Leute, die dahinter sind, egal ob die nur bezahlt haben oder nicht. Und es kann auch keiner ausgeschlossen werden von den positiven Wirkungen des Deiches, nicht, weil halt der Deich halt eben alle schützt, die dahinter sind. So folgt daraus eben, dass der Deich unbedingt vom vom Staat hergestellt werden muss. Nein, nicht, das kann eben auch aus privater Initiative erfolgen. Und historisch gesehen ist es heute häufig aus privater Initiative erfolgt. Nicht? Also wenn man über die Jahrhunderte hinweg zurückgeht, dann sieht man, dass halt eben Deiche häufig aus der Initiative, nicht unbedingt Marktunternehmen, aber häufig Vereine von Anliegern, Anwohnern, die sich halt spontan zusammengefunden haben, erstellt worden sind, ohne dass es eine Zwangsfinanzierung durch Steuern gab und ohne dass der Staat halt eben auf andere Weise diese Produktion erzwungen hätte. Und das Gleiche trifft auch auf das andere berühmte Beispiel der Leuchttürme zu, nicht? Das war auch ein klassisches Beispiel, was man gesagt hat, der Leuchtturm ist ein klassisches öffentliches Gut, das muss der Staat halt eben herstellen. Auch da ist genau das Gleiche. Jahrhundertelang sind Leuchttürme in vielen Ländern aufgrund rein privater Initiative beziehungsweise der Initiative von privaten Vereinigungen erstellt worden. Nicht, also der Staat war ein Produzent, es ist nicht unbedingt notwendig, dass der Staat hier eingreift. So, also die Kriterien sind, die reichen nicht, um diese Unterscheidung, also um zu erklären, warum bestimmte Dienste öffentlich, das heißt vom Staat erbracht werden sollten. Das zweite Hauptargument ist aber dann natürlich, dass selbst wenn wir diese Kriterien einfach mal nehmen würden, dass sie natürlich auf den öffentlichen Dienst nicht zutreffen. Also ganz klar, zum Beispiel die Gesundheitsvorsorge ist kein öffentliches Gut im Sinne der ökonomischen Definition. Es ist ganz klar möglich, Leute vom Konsum auszuschließen. Als Arzt kann ich entscheiden, dich behandle ich und dich behandle ich eben nicht. Also und der Verbrauch ist auch rival, nicht? Also wenn ich als zusätzlicher Konsument auftrete, dann konsumiere ich Zeit des Arztes, der dann halt eben weniger Zeit für andere Patienten hat. Nicht? Eben wurde auch das Problem der oder die Probleme der Immigrationswelle jetzt erwähnt. Ein Problem, das ja vielen Leuten sehr sauer aufgestoßen ist, ist, dass halt eben sich die Wartezeiten verlängert haben, nicht bei Gesundheitsdiensten. Also längere Schlangen, längere Wartezeiten. Ja, also die ökonomische Begründung fehlt. Es gibt keine ökonomische Begründung für den öffentlichen Dienst. Und das ist natürlich ein richtiges Problem jetzt, weil wir nicht nur juristisch im Niemandsland sind, wir sind da in der Schwammigkeit und wir sind darauf angewiesen, dass Richter mehr oder weniger wirklich entscheiden, was ein öffentlicher Dienst ist und was nicht. Und noch nicht mal die Ökonomen leisten irgendwelche Hilfestellung. Drittens. Ein ganz einfaches Argument, der öffentliche Dienst ist kein wirklicher Dienst. Jemandem einen Dienst leisten, bedeutet, jemandem ein Gut zu verschaffen, das er auch wirklich will. Und ihm das Gut so zu verschaffen, dass niemand anderes Rechte auch verletzt worden sind. Nicht? Wenn mir jemand einen Schutz anbietet, was sage ich denn, ein öffentliches Rentensystem, nicht? Und dann sage ich, oh nein, danke, euer Rentensystem möchte ich nicht haben, denn ihr verwaltet das sehr schlecht und ihr investiert dieses Geld nur in Bundesobligationen oder was noch schlimmer ist, Obligationen des griechischen Staates und solche Sachen, nicht? Das will ich gar nicht. Ich möchte mich um meine eigene Gesundheitsvorsorge, Altersvorsorge kümmern, möchte das gar nicht haben, dann habe ich nicht die Wahl. Leistet der Staat mir jetzt einen Dienst? Nicht? Und die Antwort ist ziemlich offensichtlich, nein, er leistet mir in diesem Fall keinen Dienst, weil ich möchte das überhaupt nicht. Und selbst in dem Fall, wo er bestimmten Leuten Dienste leistet, ist es natürlich fragwürdig, handelt es sich um einen wirklichen Dienst, wenn das sozusagen unter Zwang erfolgt. Nicht? Ich leiste Ihnen einen Dienst und ich überreiche Ihnen 100 Euro, die ich zuvor dem Herrn Marquardt geraubt habe. Nicht? Dann ist das sicherlich vielleicht ein Dienst, den ich halt Ihnen leiste, aber Herr Marquardt wird wahrscheinlich anderer Auffassung sein. Nicht? Also diese ganze Zwangsfinanzierung erzeugt das Problem, dass man aus gesamtwirtschaftlicher Sicht nicht mehr sagen kann, dass es sich hier um einen wirklichen Dienst handelt. Es handelt sich eigentlich um eine Umverteilung. Und letzten Endes ist auch das, was es beim öffentlichen Dienst halt eben geht. Es werden halt Güter umverteilt von einer Gruppe der Bevölkerung auf eine andere
Gruppe der Bevölkerung. Wobei letzten Endes nicht klar ist, wer eigentlich die Nettozahler und wer die Nettozahlungsempfänger sind. Die Befürworter des öffentlichen Dienstes meinen ja immer oder geben zumindest vor, dass es halt gerade die reicheren Teile der Bevölkerung sind, die per öffentlichen Dienst die ärmeren oder bedürftigeren Teile der Bevölkerung unterstützen. Aber die Ökonomen sind da in der Regel anderer Auffassung, auch die Ökonomen, die nicht der österreichischen Schule angehören. Ich weiß, gute Gründe gibt, das halt eben in Frage zu stellen, wie ich auch gleich noch ausführen werde. Viertens, der öffentliche Dienst verzerrt das natürliche Gleichgewicht der Wirtschaft und der menschlichen Aktivitäten. Nicht? Es ist eben nicht so, dass die Dienste, die vom öffentlichen Dienst erbracht werden, sonst nicht erbracht worden wären. Das kann man insbesondere dann leicht verstehen, wenn man den öffentlichen Dienst mit seinem Gegenteil konfrontiert. Und das Gegenteil ist nicht der Markt. Okay, der Markt ist ein Teil des Gegenteils, aber es ist nicht das Gegenteil. Das Gegenteil des öffentlichen Dienstes und das Gegenteil staatlicher Intervention ist nicht der Markt oder nur der Markt, sondern es ist die freie Gesellschaft. Das Gegenteil von Zwang ist die Gesamtheit oder das gesamte Geflecht freiwilliger Beziehungen. Und freiwillige Beziehung bedeutet halt eben individuelle Interaktion, aber auch die verschiedenen Aktivitäten von Vereinen, die also keine Gewinnzwecke verfolgen und natürlich auch dann, hier haben wir dann den Markt von Firmen. Nicht? Und in einer freien Gesellschaft hätten wir also eine Gesamtheit von individuellen Aktivitäten, von Vereinsaktivitäten und von gewinnorientierten Aktivitäten, die darauf hinwirken, bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Keines von den Bedürfnissen, die als essentiell, relevant, fundamental und so weiter angesehen würden, wären in einer freien Gesellschaft unbefriedigt. Das, was wirklich wichtig ist, das wird auch hergestellt und wird auch befriedigt, unabhängig davon, ob es zum Beispiel von irgendeiner Firma verkauft wird. Das wichtigste Beispiel, bereits erwähnt, ist das der Kindererziehung. Kindererziehung könnte man natürlich rein theoretisch, kann man sich vorstellen, aber wir beauftragen irgendeine Firma, die das für uns macht. Natürlich, und einige Leute können das natürlich auch machen, die machen das auch so. Nicht? Und die beauftragen vielleicht keine Firma, die haben dann Hausangestellte, einen Hauslehrer und so weiter. Aber das sind halt eben Leute, die sehr, sehr viel Geld haben. Für 95 oder 98 oder 99,1% der Bevölkerung trifft das nicht zu. So, wie wird dann in diesem Fall, wird von diesen Leuten halt diese Produktion oder dieses Gut erstellt? Na, wir wissen es halt aus eigener Erfahrung, das ist Eigenarbeit. Man macht sich selber dran, man bringt selber die Zeit mit den Kindern, man spricht mit ihnen, man spielt mit ihnen, man hilft ihnen bei den Hausaufgaben und was weiß ich, verbringt die Ferien miteinander, all diese Sachen. Das ist ein unglaublich hoher Produktionsaufwand, aus ökonomischer Sicht gesehen. Es wird erbracht, nicht von Firmen, sondern Eigenarbeit. Und viele andere Sachen werden erbracht durch Vereinigung. Und es ist wichtig, grundsätzlicher Bedeutung, und wir brauchen keinen öffentlichen Dienst, um das zu erbringen. Ganz im Gegenteil, der öffentliche Dienst, in diesem Fall ist auch klar, würde mehr Schlechtes als Gutes tun. Durch die Aktivitäten der freien Gesellschaft werden Güter, die nachgefragt werden, unter der Einwirkung von technischem Fortschritt, über den wir schon gesprochen haben, und auch unter der Einwirkung von Kapitalakkumulation im Laufe der Zeit immer preisgünstiger. Nicht? Das ist auch die natürliche Tendenz im freien Markt. Sodass halt auch diejenigen Bevölkerungsgruppen, die ursprünglich nicht in der Lage sind, bestimmte Güter, die käuflich angeboten werden, zu erwerben, irgendwann mal in der Lage sind, weil halt einfach die Kapitalakkumulation uns in die Lage versetzt hat. Ein Beispiel, Kleidung im 19. Jahrhundert ist häufig auch vor allen Dingen in Eigenarbeit hergestellt worden. Die Leute konnten sich das nicht kaufen und irgendwann mal war die Kapitalakkumulation eben hoch genug, da konnten halt eben Maschinen erzeugt werden, um Kleidung maschinell, also massenhaft zu erstellen. Und die Preise, zu denen die Kleidung dann angeboten wurde, waren so gering, dass selbst ärmere Haushalte sich das leisten könnten. Heute ist natürlich können wir uns kaum was anderes mehr vorstellen, weil Eigenarbeit sehr viel unvorteilhafter wäre ökonomisch als der Kauf im Supermarkt. Fünftens, der öffentliche Dienst ist immer teurer als der Markt und allgemein gesprochen, er ist immer teurer als die Erbringung der Dienste in der freien Gesellschaft. Auch hier wieder,
das Beispiel der Kindererziehung. Es wurde immer in Deutschland vor ein paar Jahren stark darüber debattiert, über die Kindertagesstätten und die frühe Einschulung, was weiß ich. Und wir müssen also da den Müttern unter die Arme greifen. Und der springende Punkt bei dieser ganzen Diskussion wurde häufig nicht erwähnt oder vernachlässigt. Und der liegt einfach darin, dass die Kindererziehung per Staat sehr viel teurer ist als die Kindererziehung durch die Familien. Nicht? Der Staat hat also eine ganze Bürokratie, muss er halt eben aufbauen, um halt die Schulen dann zu betreiben. Er muss halt Lehrer einstellen und was weiß ich. Das verlangt halt eben die Erhebung von Steuern. Die Familien, die also ihre Kinder dorthin geben, werden gezwungen, halt eben diese Steuern zu bezahlen. Insofern stellt sich die Frage nicht. Aber letzten Endes, wenn man sich das überlegt, würden Sie lieber, sag ich mal, 1.000 Euro im Monat Steuern weniger zahlen und dafür Ihre Kinder selber erziehen? Oder, denn das etwa sind die Kosten, um die es da geht. Oder lieber halt eben diese Produktion vom Staat erfolgen lassen? Ja, dann würden die meisten Leute sich natürlich dafür entscheiden, das dann lieber selber zu machen. Und deshalb wurden ja auch genau von den Befürwortern dieser Politik, damals wurde auch gefordert, dass es keine Wahl geben sollte. Ich glaube, von der CDU wurde seinerzeit aufgebracht die Idee, wir haben da so ein Familiengeld, oder ich weiß nicht genau, wie Sie es nannten. CSU, ja. Nicht, dass man sagt, die Leute kriegen halt so einen Freibetrag, sie können sich das aussuchen, entweder sie geben den in die Kita oder sie kriegen einen Freibetrag. Und das wollten halt die Befürworter dieser ganzen Politik nicht, weil sie genau wussten, dass der öffentliche Dienst halt eben teurer ist als die Erbringung der Leistung innerhalb der Familien. Sechstens, die vollkommen gleiche Versorgung aller Menschen durch den öffentlichen Dienst ist ein Wahnbild. Das ist also sozusagen ein Argument, das dann immer noch angebracht wird, dass viele Leute, die also dann zugeben, die vor allem ein bisschen ökonomische Kenntnisse haben, sagen, ja, das stimmt, öffentlicher Dienst ist relativ teuer. Wir können auch nicht richtig erklären, warum wir das eben haben sollten. Das stimmt schon, der Markt oder die freien Aktivitäten, die bringen halt letztendlich die gleichen Güter früher oder später in besserem Umfang hervor. Aber wir haben halt eben nicht gleichen Zugang. Das ist dann immer noch so, dennoch auf dem Markt, dass halt Ungleichheit herrscht. Einige Leute haben mehr Zeit, die können sich dann leichter um ihre Kinder kümmern, weil sie halt eben ein höheres Einkommen haben, nicht? Und bei anderen ist das nicht so, die haben ein ganz niedriges Einkommen, verbringen den ganzen Tag mit harter Arbeit und können sich dann nicht mehr erschöpft noch um ihre Kinder kümmern. Außerdem haben sie weniger Geld, sie können sich auch auf dem Markt weniger kaufen, also ihre Bedürfnisse werden schlechter befriedigt. Und der öffentliche Dienst könnte das also ändern, weil er halt eben gleiche Bedingungen für alle schafft. Nun sage ich, dass diese völlig gleiche Versorgung ist ein Wahnbild. Und es ist ein Wahnbild, weil die gleiche Versorgung auch der vom Staat nicht zu erreichen ist. Sicherlich der Markt kann das nicht, aber der öffentliche Dienst kann das auch nicht. Wenden wir kurz den Blick auf die Schulen. Will jemand allen Ernstes behaupten, dass alle Schulen in Deutschland, alle Gymnasien in Deutschland die gleiche Qualität liefern? Das ist ein Punkt, dem die Bayern besonders sensibel gegenüberstehen, dass die bayerischen Gymnasien auf dem gleichen Niveau operieren wie die Gymnasien in Bremen oder in Nordrhein-Westfalen. Niemand, der sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, wird sie ernsthaft bejahen. Nicht? Und in Frankreich ist das genau das Gleiche. Ich würde immer gesagt, ja, wir haben ja dieses Baccalauréat, also dieses Abitur, das zertifiziert also die gleiche Kompetenz für alle. Na, das ist einfach eine Lüge, nicht? Weil alle wissen, dass es auch nicht stimmt. Nicht? Die Gymnasien in Paris, in der Pariser Innenstadt, sind Eliteschulen, die halt die Zöglinge der Familien, die sich leisten können, in der Innenstadt von Paris zu wohnen, auf großes Niveau führen. Das ist also ausgezeichnete Arbeit, die da geleistet wird. Aber überall sonst, schon in den Außenbezirken von Paris und dann natürlich insbesondere in der Provinz, ist es nicht so. Wir geben dann allen Kindern dann das Diplom in der Hand, das heißt dann eben Baccalauréat oder in Deutschland Abitur. Und wir lügen uns selber dann in die Tasche, wenn wir sagen, da haben jetzt also alle haben die gleiche Qualifikation. Das stimmt einfach nicht. Ärzte haben nicht alle die gleiche Qualifikation. Ne, sagen öffentlicher Dienst, du kriegst da die Leistung, alle können da zum Zahnarzt gehen. Ja, sorry, aber die Zahnärzte, es gibt da Scharlatane, es gibt gute und es schlechte. Es stimmt einfach nicht, dass das der gleiche Dienst ist. Nicht? Und das betrifft alle anderen Sachen halt eben auch. Also der öffentliche Dienst schafft keine Gleichheit, er schafft vielleicht die Illusion der Gleichheit. Siebtens, der öffentliche Dienst ist gemessen an seinen eigenen Zielen völlig überflüssig. Wenn es nun darum geht,
nur Gleichheit zu schaffen. Also es geht nicht darum, die besten Dienste zu den besten Bedingungen zu erzeugen. Da ist der Markt halt ungeschlagen oder die freie Gesellschaft ist ungeschlafen. Wenn es nur darum geht, Gleichheit zu erzeugen, dann können wir die ganze Sache auch sehr viel preisgünstiger, sehr viel einfacher, sehr viel direkter erzeugen, indem wir den Leuten einfach Gutscheine in die Hand drücken. Wenn wir wollen, dass die und die einkommensschwachen Haushalte sich einen vernünftigen Zahnarzt leisten können oder ihre Kinder zu einer guten Schule schicken können, dann können wir ihnen auch gleich Geld in die Hand drücken und sagen, hier, Gutschein für dich, du darfst deine Kinder auf eine Schule deiner Wahl schicken oder du darfst den Zahnarzt deiner Wahl benutzen. Okay? Sehr viel einfacher, brauchen wir nicht diesen ganzen Hokuspokus mit öffentlichen Dienst. Okay? Achtens, öffentlicher Dienst und Subvention, das heißt und das Gutscheinsystem, setzen falsche Anreize. Hängematte-Effekt, das ist natürlich, das ist schön, okay, ich bin jetzt auf gleicher Ebene, aber wie gesagt, es kann dadurch natürlich der, und es entsteht in der Tat daraus der falsche Anreiz, eigene Anstrengungen halt nicht so weit voranzutreiben, wie man es eigentlich könnte. Und außerdem entsteht durch ein Voucher-System, aber auch, also Gutscheinsystem, aber auch durch den öffentlichen Dienst selbst eine ungünstige Erhaltung gegenwärtiger Technologien. Also zum Beispiel, wenn es um die Kindererziehung geht, dann muss man sagen, die Schule oder Schulung, Schulbildung ist eigentlich nur eine Technologie neben vielen anderen. Warum sollte das heute, wo wir das Internet haben, wir haben alle möglichen Informations- und Kommunikationstechnologien, die wir vor 10 Jahren noch nicht hatten, sicherlich vor 50 Jahren noch nicht hatten, warum soll Schule das beste Mittel sein, um Kinder dahin zu bringen, einen bestimmten Wissensstand zu erreichen? Oder auch nur, um soziale Kompetenz auszuüben? Das folgt überhaupt nicht. Wenn wir jetzt aber ein Gutscheinsystem einführen, dann sozusagen dann verewigen wir so diese Technologie, weil wir den Leuten sagen, hier, du darfst den Gutschein verwenden, um in einer Schule deiner Wahl deine Kinder zu platzieren. Also wir verewigen das, wir verstetigen das künstlich. Und der letzte Punkt, neuntens, der öffentliche Dienst dient also was? Also wem dient er eigentlich im Wesentlichen? Und dann kommen wir halt zu dem Eingangszitat zurück. Nicht der öffentliche Dienst dient im Wesentlichen seinen eigenen Angestellten beziehungsweise den Beamten, die ihn betreiben. Nicht? Der öffentliche Dienst an sich ist völlig überflüssig. Alle Dienste, die er also vermeintlich bereitstellen könnte, könnten einfacher, direkter, mit besserem Anreizsystem, sehr viel kostengünstiger, entweder durch die freie also ungezwungene soziale Interaktion hergestellt werden oder gegebenenfalls auch durch ein Gutscheinsystem. Die einzigen, die systematisch davon profitieren, sind die Angestellten selber. Nicht? Und das, ich antizipiere schon, dass diese Konklusion meinen Kollegen natürlich besonders vor den Kopf stellen wird, weil wir natürlich alle als Staat, ich ja auch, nicht, Staatsangestellter, da sind wir besonders die Nutznießer in allererster Linie dieses System. Ja, aber man muss natürlich auch gerade als Universitätsmensch, nicht, da muss man auch die harte Wahrheit muss man manchmal ins Gesicht sehen, nicht, und untertragen können. Ja, also in diesem Sinne hoffe ich, dass Sie dann mit mir beben, wie dann der Vortrag in 2 Wochen laufen wird. Er wird sicherlich nicht so gute Resonanz finden wie hier, aber vielleicht wird er ähnlich unterhaltsam sein. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Applaus